Yo, Shisha-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um was ganz Bestimmtes. Und zwar, wie man einen Kohleherd umbauen kann. Aber eigentlich geht es nicht nur darum, dass man ihn umbauen kann, sondern dass es echt gefährlich ist, nicht so ein gutes Gehäuse zu haben, eines Kohleherds. Und warum ich das mache, ist ganz einfach. Ich habe mir bei einem Shop, den will ich jetzt mal nicht nennen, den Kohleherd bestellt, den Elephant Kohleherd. Ich glaube, die meisten wissen dann, woher er kommt. Und ja, 5-6 Monate hat er okay gehalten. Und dann habe ich ihn einmal wieder angesteckt und habe einen mega Schlag zurückbekommen. Und hat mich gewundert, hey, was ist das denn? Kompletter Strom weg, etc. Und dann dachte ich mir so, okay, da ist irgendwas nicht richtig. Aber ich hatte so Bock auf Shisha und wollte ihn nochmal anstecken. Steck ihn nochmal an und schon wieder fliegt mein Arm komplett nach hinten. Hatte richtigen Schlag bekommen. Und dachte nur, wow, okay, scheiß drauf. Mamas Herd ist wieder dran. Schön immer auf Ceranfeld dann. Aber damit ist jetzt auch wieder Schluss, denn da ich Ausbildung mache als Mechatroniker, habe ich jetzt ein bisschen mehr Ahnung auch in Sachen Elektronik. Und da habe ich mir den Kohleherd geschnappt und mal geguckt, was überhaupt jetzt da so falsch dran ist. Und zwar, einen Moment. Wo ist denn die Tür? Oh Scheiße, ich hab ein Video getan. Ganz, ganz wichtig. Ah, da ist sie ja. Und zwar war die Zuleitung so verschmort, das habe ich gar nicht gesehen. Die Zuleitung muss ja Hitze vertragen. Aber wenn das Gehäuse einfach so dünn ist, so ein dünnes Blech und das 1000 Watt hat, das Ding, ja, schön und gut 1000 Watt, aber dann trotzdem so viel Hitze durchkommt, dass die Zuleitung durchschmort, was lebensgefährlich sein kann, Leute. Und zwar sprechen wir hiervon. Das ist eine Zuleitung, Steckdose etc. kennt ihr alle. Und da war halt der die Adern dran, es kommt am Kohleherd selber dran, an einer Schraube und das wird dann verbunden und zusammen gemacht. Das ist der L1 und der Neutralleiter, aber ist doch jetzt egal. Die habe ich dann auch abgemantelt, weil ich gucken wollte, sah vorher anders aus. Ich weiß nicht, ob ich hier noch ein Stück drinne. Ja, und zwar sahen die Adern nicht so aus, sondern die sahen nachher so aus. Also das ist nichts mehr. Die kann man so, guckt euch das mal an. Das darf nicht sein. Du kannst das alles so abmachen. Und man sieht auch, dass es sich so verfärbt hat. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Auf jeden Fall ist da schwarz dran. Und hier vorne ist nichts mehr. Und hier auch ein Stück von der Zuleitung noch. Das ist das andere. Ich hätte noch da. Da dachte ich mir, okay. Und dann sieht man hier eventuell Autofokus, wie das sieht man, wie durchgeschmort das ist. Und sieht man auch hier, ich habe das gestern auch Schmitti gezeigt. Und dann habe ich einfach, das war noch hier dran, an dem Ding. Das gehört auch noch zur Zuleitung. Und da habe ich es einfach so abgemacht. Weil das so heiß wurde, hat es einfach keinen Halt mehr, nichts. Konnte man direkt wegschmeißen eigentlich. Ich wollte erst die Zuleitung wieder benutzen, aber dann habe ich das doch nicht gemacht, weil ist halt nicht das Wahre. Und dann habe ich mir den halt selber wieder zusammengebaut. Und zwar, nehme ich am besten irgendwie jetzt hier hin. Einen Moment. Da.
Da sieht man auch schon, das alleine, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, das darf gar nicht sein, man kann die, die meinten, das wäre nicht so schlimm, der Shop selber, ich habe mich schon dran gesprochen, aber wenn da mal Funken reinfliegen, etc. und irgendwas nicht sicher ist, wie es bei mir auch war, dann ist es schlimm. Auf jeden Fall, ja, sieht man, ist nichts, es hält keine Hitze aus. Und wie man es aufmacht, ja, ich habe jetzt einfach hier, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit der Hand kriege, ich glaube nicht, aber ich nehme einfach jetzt die Zange hier und schraube das eben auf hier. Ja, nochmal. Ich glaube, das ist echt wichtig für alle, die ihr Kohleherd manchmal auch vielleicht reparieren wollen, weil der ist nicht kaputt, sondern ich denke eher mal, die Zuleitung ist im Arsch und nicht der Kohleherd selber. So. Scheibe raus. Bisschen hier rumfummeln und einen Moment. Auf ist das Ding. Jetzt denkt ihr, boah, ist bestimmt viel drin, ne? Und wenn ihr jetzt euch die Qualität ansieht, wie billig das aussieht, dann wird ihr euch noch denken, auch wenn er nur 25 Euro kostet oder 20 Euro, ist zu viel. Schaut euch das mal an. Was für ein leichtes System das eigentlich ist. Hier kommt dann die Zuleitung ran. Und das war komplett durchgeschmort bei mir. Ich habe das alles dann nochmal schön neu gemacht. Neue Leitung ran. Auch mit einem neuen Schuko-Stecker müsst ihr euch besorgen. Und da kommt auch einfach die Adern, muss man dann einfach rein ran machen. Ja, falls ihr noch mehr Fragen habt darüber, dann einfach fragen. Einfach Kommentare schreiben und ich beantworte die euch direkt. Ja, dann habe ich den hier dran gemacht. Und die Teile waren auch verbunden. Da sind halt hier der Draht. Also der hier ist isoliert. Mit so einer Mantlung. Frage ich mich, wieso die das nicht auch hier gemacht haben eigentlich. Auf jeden Fall habe ich die dann wieder neu verbunden. Mit zusammen schön gemacht und dann mit einer Hülse zusammengepresst. Dann mit einer. Oh, wie heißt denn das? Ah, der Endhüllzange oder. Ist auch nicht wichtig, die auf jeden Fall zusammengepresst wieder. Dann habe ich eine Isolierungswand genommen, was hitzebeständig ist. Und dann halt wieder diese Hitzepflaster, kann man die nennen oder so. Auf jeden Fall auch wieder dran gemacht. Ist eigentlich egal, Hauptsache hier der PE, der grün-gelbe, den ihr hier seht, der muss hier ans Gehäuse, an dieser Schraube, dran gemacht werden. Und der braune und der blaue einfach mit dem verbinden, egal welche Seite. Das ist jetzt nicht so wichtig. Also ihr könnt auch den blauen hier dran machen oder den braunen da dran. Habe ich hier so gemacht. Geht auch andersrum. Auf jeden Fall sieht man halt echt. Guck mal, man sieht hier durch. Was ist das für ein Kohleherd? Sorry, aber so habe ich den noch bekommen. Und ja, dann habe ich auch hier gesehen, dass er hier schwarz wurde. Ich weiß nicht, ob man das hier erkennen kann. Doch, erkennt man, glaube ich. Da sieht man, dass es durchgeschmort ist. Und das Gehäuse müsste einfach dicker sein. Und hitzebeständiger, damit die Zuleitung auch nicht hier durchbrennt. Ich habe auch hier, jedes Mal, wenn ich jetzt neu mache, dann tue ich hier Alufolie auch zwischen. Damit einfach die Hitze nicht so da dran kommt. Oder ich versuche es einfach zu vermindern. Ob es wirklich bringt, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn jetzt gerade neu, aber bis jetzt sieht es gut aus. Krieg auch keinen Schlag mehr, Leute. Nur mal so. Und ja, das wollte ich euch so halt zeigen, dass es halt sehr gefährlich ist. Und umbauen, wie ihr halt gehört habt, ist eigentlich sehr leicht. Zuleitung holen einfach drei Adrige mit Kupferdraht. Silberdraht geht auch, aber Kupferdraht reicht schon. Silberdraht ist halt teurer. Kein Alu verwenden dafür. Nehmt auf jeden Fall Kupferdraht. Und dann verbindet ihr die halt einfach. Und die waren verbunden vorher mit solche Nippel, also die sind eigentlich gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen habe eigentlich. Ne, waren die auch mit so einem Nippel verbunden und dann, das war eigentlich gar nicht so schlecht, aber naja. Und dann auch wieder mit diesem komischen Hitzepflaster, so nenne ich die jetzt einfach mal. Naja, auf jeden Fall wollte ich euch mal zeigen, dass es echt wirklich gefährlich ist. Guckt auf jeden Fall, wenn ihr Kohleherd kaufen wollt, auf die Qualität. Weil damit ist echt nicht zu spaßen, habe ich gemerkt, am eigenen Leibe. Und ja, wie gesagt, falls ihr den auch habt, tut irgendwas zwischen, macht euch eine neue Leitung dran zur Sicherheit, guckt einfach mal nach, macht ihn auf, ist ja ganz leicht.
und schaut euch einfach mal den Kasten an, wie das aussieht. Und bei mir ist er echt krass verschoben und das fuckt mich voll ab. Ich muss ihn immer wieder zurückschieben. Und das ist echt nicht gerade toll. Ich weiß nicht, wann er irgendwann mal abfallen wird. Frage ich mich selber. Naja. Ich hoffe, die Infos so haben euch gefallen und geholfen. Das war's von mir. Euer Mr. Shisha Killer war für euch wieder am Start. Da würde ich sagen, morgen kommt ein neues Tabak-Review. Eine Mischung von Fruchtrauch. Selber gemacht. Ich bin die Exotik und Exotica. Mal schauen. Würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Mr. Shisha Killer. Haut rein.